Queen's Squash Club Championship 2017, men's semi-final, third string match. For Collins, Lance Meadows to serve. Leonard Ostrom for Paderborn to receive. Best of five games. Laval. Yes, let one love. And now, sorry, correction, two love. Yes, let 5-4. Thank you.
6-5. Game to collect.
Connor lead 1-2 love. Collins lead 1-2 love. Please come back on. It's handout 5-2. Please come back on.
Nolet, 5-2. Game ball.
Bravo. So. And now, one is love. Match 4.
Ja, liebe Zuschauer, College gewinnt mit 3:0. Es steht damit 2:2 nach Spielen. Auch nach Sätzen haben wir einen Ausgleich. Die Punkte wurden ausgerechnet und es steht fest, im Finale morgen spielt der Paderborner Squashclub. Glückwunsch zum Sieg. Bevor wir oder ihr euren Sieg feiert, wollen wir eine Sache noch erwähnen. Viele haben sich gefragt, warum Collets in schwarzen Trauerbändchen spielt. Why Collets are wearing those black bands around their arms. They had a tragical loss. One of their young club members passed away yesterday, tragically. And so there's not always joy, and we all commemorate to this. Zu deinem Spiel. Der Druck war trotzdem noch groß, hier einen Satz zu gewinnen oder viele Punkte. Wie war es für dich? Wie bist du ins Spiel reingegangen? Ich kann es dir gar nicht richtig sagen. Ich meine, ich habe hier den ganzen Tag mehr oder weniger darauf gewartet, dass ich auf den Court kann. Und ja, es war super aufregend. Ich habe mir die ganzen Spiele vorher angeguckt und habe halt auch echt mitgefiebert. Und das fördert natürlich auch nicht die eigene Ruhe fürs Spiel. Und ich habe einfach, bin einfach auf den Court gegangen, habe mein Bestes gegeben. Ronny hat mir gesagt, denk nicht an Sätze, denk nicht an, was weiß ich, mehrere Sätze, spiele einfach Punkt für Punkt, und das habe ich versucht umzusetzen. Und als ich dann nach dem 2:0 gegen mich gehört habe, dass es gereicht hat, habe ich mich natürlich riesig gefreut, aber trotzdem ist natürlich die Enttäuschung groß, dass ich nicht wenigstens ein, zwei Sätze holen konnte. Also, ja, dein Applaus. Ich persönlich war ein bisschen enttäuscht, dass du hier so gut gespielt hast, denn die Teamaufstellung für das morgige Finale, die ist noch nicht durch, aber ich kann mir gut vorstellen, dass du zum Einsatz kommen wirst, was natürlich bedeutet, dass ich hier wieder alleine stehe und meinen klasse Co-Moderator nicht neben mir habe. Aber wenn das so ist, dann soll es so sein, und dann bringst du wieder deine Leistung auf den Court. Alles Gute, wir sehen uns morgen um 13.30 Uhr zum Herrenfinale, und wir sehen uns alle morgen um 11 Uhr. Denn da steigt das Damenfinale bekanntermaßen auf mit Paderborner Beteiligung, also ab 11 Uhr morgen hier am Glascourt. Vielen Dank fürs Kommen. Kommen Sie gut nach Hause. Bis morgen.